Jetzt hat das Boot wieder keinen Sound. Ach Junge. Echt mies. Ist einfach hinter einem spawnen. Junge, Junge. Hier gibt's noch einen Tresor. Kleidung gefunden, nachgemachte Chiller Jersey. Und eine Kamera. Und nur um sicher zu gehen, schaue ich auch hier nochmals rein. Und auch bei der anderen Tür. Aber jetzt will ich nichts. Wollte ich nicht, sorry. Ist mir ein Rätsel, wie die so ein Riesenschiff hier reinkriegen. Okay, jetzt ist die Person wieder da. Dann ab zu dem Schiff dort drüben und schauen, was da vor sich geht. Oder wie wir helfen können. Irgendwie hat es da eigentlich einen Soundbug. Aber ich glaube, das ist vom Spiel. Hey, Mr. Shen, can you help me out? Gleich nachdem ich hier das Schiff mal angeschaut habe, weil hier gibt's offensichtlich einen Tresor. Und vielleicht sogar noch mehr. Wer weiß.
Irgendwas leuchtet dort drin. Okay, da kommt man gar nicht hoch. Okay, was hast du denn? What's the problem? I got some drunks playing a game around the corner. They're scaring off our customers. I'll deal with them myself, but I'm not allowed to leave the door. Don't worry, I'll take care of it. Was? Wo sind die denn? Da drin. Ach so, die dort drüben. Das war's, really? Über die Spielhölle. Poker Mahjong spielen, keine Ahnung, wie das geht. Feel lucky? Better. Muss ich machen? Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Nice try. Okay, ich check's nicht, von daher danke fürs Spiel. Bis nie mehr. Ich hab's nicht gecheckt. Ich weiß doch nicht, wie man das Spiel spielt. Okay, da kann ich gar nicht einsteigen. Ansonsten Wasserzugriff einmal um die Insel rum und auch hier gibt es noch mal irgendwas. Ist das hier auch ein Wasserzugriff? Auch Wasserzugriff, dann würde ich sagen, wir gehen nach links. So schräg. Hat wohl echt etwas mit diesem Boot zu tun, weil sonst würde man ja das Handy auch nicht hören.
Ist halt ein Elektroboot, sagen wir so. Nichts auf der Insel. Die sieht auch leer aus. Wo sind wir? Okay. Eigentlich noch hier um das Dock herum und dann wären wir auch schon beim ersten. Angekommen. Nämlich genau hier. So, die haben gar keine Waffen, okay. So, das war's, meine Freunde. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder schießen, aber falsch gedacht. Vielen Dank. Gleich 500.000. Es hat echt wirklich alles ziemlich repetitiv. Deshalb, wer eben das Ganze hier nicht sehen möchte, kann natürlich diese Episoden einfach überspringen. Vielleicht schreibe ich da auch das gleich in den Titel rein, dass es hier bloß um Collectibles sammeln geht. No, wait. Vielleicht hat das Boot ja keinen Soundbug. Kriegen die so riesige Schiffe hier rein? Ich
Gesindelentsorgung. Nichts, was da blinkt. Wahrscheinlich ist das gleich die nächste Spielhölle hier. Gibt's hier auch einen Tresor? Hier scheint es wohl kein Tresor zu geben, auch wenn ich das jetzt erwartet hätte. What's the problem? There's some guys running a game around the corner. Morons are going to draw the cops down here. Can you get rid of them for me? All right. Break even. Hey, you guys. Game's over. No, man. I just started winning. Yeah, fuck you. Habt ihr's? Bitte hört doch einfach auf. They won't bother you again. Thanks, Wei. Come back anytime. Yes, never again. Central Spielhölle und jetzt gibt's hier eine Statue drin. Nice. Vielen Dank dafür. Und dann haben wir jetzt hier diese Drogenrazzia. Keine Ahnung, ob da auf der Insel auch was ist. Können wir auch eigentlich noch anschauen. Wenn wir ja eh schon in der Gegend sind. Sieht schon nice aus, die Stadt. Halt wirklich so Hongkong-mäßig, Großstadt-mäßig mit vielen Wolkenkratzern und so weiter. Also das haben sie echt gut gemacht in diesem Spiel, finde ich. So die Umgebung einzufangen von Hongkong. Da war gerade eine Person am Schweben, okay. Wieso auch nicht? Da oben ist ein Schrein, den wir eigentlich irgendwie mitnehmen könnten. Okay, hier müssen wir wieder schießen.
zu nice. Really? Come on. Jetzt muss es doch hier drin irgendwie einen Tresor geben. Oder so, weil hier gibt es ja sonst keinen. Und sonst gibt es ja immer Tresore hier drin. Schade. Schrein dort oben kriegen wir wahrscheinlich gerade nicht, auch von hier aus. Oder kann ich hier irgendwie... aufs Boot springen und dann... Nee. Gut, dann lasse ich den halt einfach mal dort stehen und gehe jetzt mal zu dieser Insel dort drüben hin. Und dort gibt es irgendwie einen Weg. Wenn ich das richtig gesehen habe, und da ist sicherlich etwas versteckt. Dort leuchtet auch schon irgendwas. Was? Love is love. Adios.